Die Welt zu verändern, das ist die Aufgabe des Künstlers, meint Madonna anlässlich eines Interviews bei ihrer Welttournee 2012. Sie sieht sich als Künstlerin, die die Welt verbessern möchte. Ihr Wunsch gefällt mir, auch wenn ich vieles ablehne von dem, was sie tut. Wenn wir zu einem besseren Leben auf diesem Planeten beitragen wollen, dann müssen wir das Wohl aller Menschen suchen. Dazu braucht es eine Kraft. Dazu braucht es eine innere Energie, die mich dazu bewegt, mit allen Menschen gut umzugehen, sogar mit meinen Feinden. Wie ich diese innere Energie finde, das zeigt mir ein echter Star des Mittelalters, Franziskus von Assisi. Er lebt aus seinem Lebenselixier, dem christlichen Glauben. Einmal schreibt er: Wir müssen die Menschen lieben, die uns verfolgen und die uns beschuldigen. Denn der Herr Jesus Christus hat gesagt: Liebt eure Feinde. Ich bitte Gott um diese Kraft der Liebe, die die Welt verändern kann. Ich bitte ihn für mich, für Madonna und für alle Menschen.